Und es ist eigentlich ziemlich cool. Also ich glaube, es ist schon Hammer. So, hallöchen und willkommen wieder zurück zu einem weiteren Pärtchen von Minecraft. Und zwar, heute muss ich ganz schnell aufnehmen, ganz rapid und schnell. Und vielleicht fragt ihr euch, warum habe ich jetzt einfach eine Eisenaxt im Inventar? Ja, heute wollte ich hier nämlich ein bisschen Holz farmen gehen, da ich endlich mal wieder ein bisschen Platz in meinem Haus, beziehungsweise einfach ein neues Häuschen, beziehungsweise einfach noch mehr Häuschenmäßiges bauen will, sozusagen, also mehr, wie kann ich das beschreiben, mehr, besser, unser Häuschen einfach besser machen und größer und alles. Heißt, ich brauche ein bisschen Holz und deshalb war mir heute ein bisschen Holz. Ich könnte jetzt theoretisch eigentlich auch schauen, was wir heute denn für Team angesagt hätten unterdessen, damit ihr nicht immer dieses seltsame Holzhacken sehen müsst. Aber naja, bevor ihr jetzt irgendwie was macht, also bevor ich sonst irgend so ein scheiß Thema euch verrate, weiß nicht was, ein bisschen was dazu erzähle, ich will euch noch kurz was sagen, und zwar, weiß jetzt nicht, also ich habe bis jetzt immer ein bisschen rumgeschaut für Apps und so, für, wie heißt das schon wieder, weil ich wollte ja schon mal das mit meinem Tablet, das ist ziemlich neu, seit ein paar Wochen habe ich das, und da wollte ich ein bisschen so eine Serie machen, wo ich euch einfach mal Apps vorstelle, USW und so weiter. Deshalb suche ich da einfach ein bisschen Apps raus und mal schauen. Ich habe mir jetzt ein paar Apps runtergeladen, die muss ich noch ein bisschen testen und so. Auf jeden Fall, vielleicht kennt ihr ja irgend so ein Aufnahmeprogramm oder am besten eigentlich sogar ein App, wo man, also die man eigentlich einfach das, was man auf dem Tablet sieht, auf dem Computer wiedergeben kann, sozusagen, damit ich es vom Computer raus aufnehmen kann. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe es. Naja, auf jeden Fall, das wäre ziemlich nützlich und das wäre ziemlich cool eigentlich. Auf jeden Fall, es sollte nicht so ein stockendes App sein, also es soll wirklich ein App sein, das wirklich smooth läuft, so schon 30 FPS sollte es sein. Eigentlich. Und das dafür wäre ich euch ziemlich dankbar, wenn ihr irgend sowas kennt. Und also es muss nicht wireless sein, es darf natürlich auch mit USB sein, weil es ist ja irgendwie, ja, ist keine große Sache, kurz mein Tablet einstecken. Auf jeden Fall sollte es irgendwie sowas geben, vielleicht sogar für Mac, wenn ihr nicht wisst, ob es für Mac ist oder nicht, schreibt es mir draußen mal hinein, ich kann es mal testen. Auf jeden Fall, vielleicht kennt ihr sowas und habt vielleicht sogar Erfahrungen mit so einer App. Auf jeden Fall wäre ich euch dankbar, wenn ihr irgend sowas kennt und das hineinschreibt. Ich weiß nicht, ich habe mir schon zwei Apps runtergeladen, da muss ich noch schauen, was, wo, wie funktioniert und so. Und ob es überhaupt funktioniert. Also das heißt, es kann sein, dass eure Hilfe total unnützlich ist, da ich es trotzdem schon gemacht habe, das Ganze. Auf jeden Fall, doch, schreibt sie mal hin. Es kann sein, dass es gut gebraucht wird. Auf jeden Fall, wir hacken ein bisschen Holz und dessen kann ich schon mal. Warte mal, das sieht interessant aus. Das will ich stehen. Nee, das will ich nicht sehen. Videospiele, warum nicht? Mal schauen, was uns. Ich habe ja so ein geniales App. Kann ich mal von meinem PC. Also, vielleicht kennt ihr das? Flipboard? Sowas wie eine digitale Zeitung. Mit mehreren Themen. Zum Beispiel Videospiele gibt es auch. Und SW. Auch. Oh. Das Headset ist ein bisschen gerade schräg auf mir. Deshalb, naja, auf jeden Fall. Es gibt ganz viele Themen. Also, wenn ihr irgendwie wollt, könnt ihr das runterladen. Das ist ganz cool irgendwie, das App.
Und es ist sogar ziemlich cool für Nicht-Zeitungsleser, wenn man das, also Zeitschrift. Also, naja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ist es so, eben, keine Ahnung. Wenn ihr wollt, könnt ihr das runterladen. Ist komplett kostenlos eigentlich. Und ist eigentlich ganz cool. Ich bin ja auch so weit. Ich lese sehr, nicht wirklich sehr gerne. Nie so wie in alten Zeiten. Da habe ich immer alles gelesen. Und, naja. Ah, wie übrigens, was ich euch. Ich wollte mal kurz fragen: Kennt ihr noch Gregs Tagebuch? Das war ja mal früher, vor ein paar Jahren, richtig. Das ging ja richtig ab und so. Also war Bestseller USW, also war ziemlich cool. Also es gibt schon immer noch ein paar Bücher, also immer wieder neue Bücher, die habe ich auch. Ich lese die immer so gerne. Gregs Tagebuch. Was ich auch noch. Ich kann euch noch was zugeben übrigens. Kann ich was zugeben? Ich, auch wenn ihr es mir nicht glaubt, ich habe da auch wirklich selbst mal Tagebuch geführt. Sowas wie Gregs Tagebuch, im Stil von Gregs Tagebuch. Es ist aber wirklich aus meinem eigenen Leben. Und es ist eigentlich ziemlich cool. Also ich glaube, das ist schon Hammer. Ja, auf jeden Fall, es ist manchmal schon witzig, was ich da reingeschrieben habe. Und ja, ich glaube nicht, dass ich das vorlesen möchte, aber wenn ihr wollt unbedingt, dann kann ich ein Stück davon vorlesen. Nee, auf jeden Fall, ja, das ist ein kleiner Fact von mir. Ich habe selbst mal, glaube ich, sogar zweieinhalb Bücher habe ich vollgeschrieben mit meinem täglichen Verlauf USW. Und ich habe es wirklich ein bisschen witzig gehalten. Auf jeden Fall dachte ich das. Vor ein paar Jahren. Wann habe ich dann aufgehört? Ich habe mal wirklich versucht, dann nach einem Jahr wieder immer wieder was reinzuschreiben, aber dann habe ich einfach Lust verloren. Ich habe mir das Ziel gesetzt, ich will noch mindestens dieses dritte Buch fertig schreiben, aber ne, daraus wurde leider nichts. Und naja, finde ich eigentlich ziemlich schade, aber ich will doch lieber Let's Playen als Tagebuch zu führen. Glaube ich. Ja, doch. Da erzähle ich ja schließlich auch immer meine Tagessachen. Also, wenn ich irgendwas Witziges erlebe, Witziges erlebe, dann esse ich das natürlich auch hier rein. Genau. Und, naja, also heißt, das ist irgendwie sowas wie ein Tagebuch. Nicht unbedingt ganz, aber naja, ein bisschen. Und im Hintergrund habt ihr sowas wie Minecraft. Das ist eigentlich ganz cool. Das digitale neue Tagebuch von Zeros. Let's Play. So, eigentlich stimmt das sogar, wenn man eigentlich die ganze Zeit nur über sein Leben erzählt, was man heute gemacht hat und so weiter, könnte man es sogar als wirklich Tagebuch neben so sagen. Also man könnte es wirklich Tagebuch nennen. Ganz witzig eigentlich. Naja. Auf jeden Fall, was ich auch noch sagen kann, ich spiele letztens auch auf einem Server mit ein paar Freunden. Mit auch dem nervigen Freund da, der mir immer in die Aufnahme reinkackt. Naja, deshalb. Ich habe manchmal ein paar coole Ideen und so, also wir spielen da immer so. Kann ich eigentlich auch noch erzählen, was wir da machen? Ist eigentlich ganz cool. Ihr kennt ja sicher vielleicht Hero und so. Auf jeden Fall ist es sowas wie Hero auf normalem Minecraft. Wir haben jetzt schon ziemlich viele Stunden damit verbracht. Wirklich, also es ist eigentlich ziemlich geil. Es ist Hammer, finde ich. Also das Projekt, das wir haben, ist wirklich sehr spannend und so. Und wirklich geil, finde ich. Also es ist nicht, das könnte man eigentlich auch wirklich in Minecraft selbst einbinden. Wir sind jetzt, glaube ich, 4 Spieler im Ganzen. Und das ist schon richtig spannend eigentlich, weil man ist nicht so schnell fertig, man ist nicht so langsam fertig. Ist eigentlich perfekt eigentlich sogar. Und es ist sowas wie, du bist eigentlich in. Seht ihr, ich brauche nicht mal Flipboard. auf jeden Fall. Du bist einfach in zwei Teams, haben wir ja gemacht.
Wir haben Spread Players gemacht, ganz cool. Minecraft, du bist cool, du fügst immer coole Commands rein. Yay. Auf jeden Fall. Spread Players haben wir gemacht. Alle irgendwo. Und dann haben wir uns gegenseitig TP'd, damit wir in zwei Teams sind, weil sonst angeschissen hat, mit Scoreboard und so rumzumachen. Obwohl wir das eigentlich gar nicht so wirklich brauchen. Auf jeden Fall haben wir das so gemacht und ist eigentlich ganz cool. Ganz eine richtig coole Sache, was wir da gemacht haben. Und dann baut sich auf jeden Fall jeder auf. Und wenn man dann irgendwie, also man, es gibt eigentlich fast keine Regeln. Also es gibt fast eigentlich wirklich fast keine Regeln. Man darf es zerstören, alles. Aber natürlich, man muss sich auch finden zuerst und so. Außer wenn eine Regel gibt es auf jeden Fall beim Angreifen und so weiter und so fort, beim Zerstören. Man muss, also es müssen mindestens, also etwa gleich viele Spieler online sein, damit man eine Festung, eine Burg, je nachdem, was man, wie man das nennen will, damit man die angreifen darf und looten darf. Man darf jedoch, wenn, auch wenn jemand online ist von einem anderen Team, darf man zum Beispiel kleine Trolls machen. Also, ja. Auf jeden Fall, ich finde eigentlich hammergeil, weil wir finden uns nicht. Wir skypen manchmal zusammen, manchmal nur in Teams. Und das finde ich eigentlich hammergeil. Das könnte man gut in Minecraft auch einbinden, weil das ist wirklich ein cooles Projekt. Und da habe ich auch immer irgendwelche kreative Ideen und so, habe manche Farmen gemacht. Bisher habe ich eigentlich vor allem, was habe ich denn gemacht eigentlich? Wir haben Esel, wir haben Pferde, wir haben eine Weizenfarm, wir haben bald eine automatische Melonenfarm, wir haben keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir sehr viel, wir sind bald beim Ender Dragon und so weiter und so fort. Das Ziel ist eigentlich, gibt es eigentlich ein Ziel? Wir sollen einfach die Gegner, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Ziel gibt, aber wir sollen eigentlich einfach die ganze Zeit die Gegner zerstören, USW. Das ist eigentlich Ziel von jedem, einfach Gegner töten, bitten, so weiter und so fort. Und ich habe wirklich krasses Glück, manchmal bei den Verzauberungen vor allem. Ich hatte letztens Verzauberungen, Feuer, also auf dem Schwert, auf dem Dierschwert, Verzauberung von Feuer, 4, nein, 4, 2, eigentlich, Feueraspekt 2 und, was gab's noch, 2 und Schärfe 2. Und ich find's auch so cool, ich kann euch noch im Fall, wenn ich dieses App jetzt habe, damit ich euch teilen kann, ein paar verschiedene Apps. Auf jeden Fall, wenn ich dieses App habe, womit ich euch zeigen kann, also womit ich euch Apps zeigen kann, meine Güte, ich kann nicht mehr richtig sprechen. Schwatzen. So. Auf jeden Fall, sobald ich diese App habe, dann kann ich euch zeigen, es gibt nämlich ziemlich coole Apps, vor allem für Android meine ich jetzt, mit dem Tablet, es ist einfach hammergeil, also es gibt wirklich manchmal ziemlich coole Apps für Minecraft, also die euch in Minecraft helfen, wie zum Beispiel Stronghold Finder. Das ist eigentlich ganz cool gemacht, also man wirft zwei Enderperlen in einer verschiedenen Position und gibt dann den Anfangsort von der Enderperle und dort, wo sie landet, ein und dann ist sowas wie im Winkel berechnen, dass von wo bis wohin geht der Enderperle USW und dann rechnet es dir aus, wo etwa das Endportal ist und das ist eigentlich ziemlich cool. Da muss man nicht die ganze Zeit irgendwelche Enderperlen werfen und eigentlich ziemlich geil gemacht. Oder es gibt auch einen Calculator, ein Enchantment Calculator, das rechnet dir eigentlich die Prozentchancen, was du wann mit welchen Leveln bekommst, also welche Verzauberung zum Beispiel. Also es gibt ganz viele Apps, also ganz viele Sachen, die ich eigentlich, ich hätte nie gedacht, dass es solche Apps gibt, aber es ist wirklich cool eigentlich. Es ist wirklich hammergeil. Ich kann es euch wirklich zeigen, wenn ich das
aufnehmen kann. Und naja, also ich konnte doch noch ein bisschen Holz sammeln, ja ein bisschen, und ein bisschen Themen ansprechen und so. Auf jeden Fall wäre ich froh, wenn es euch gefallen hat, dann, dass ihr dann eine Bewertung abgeben könntet und kommentieren würdet, und wenn ihr noch das noch nicht getan habt, könnt ihr mir auch abonnieren. Ja, unten auf dem Subscribe-Button drücken, beziehungsweise auf dem Abonnieren-Button. Wenn ihr das noch nicht getan habt, ansonsten deabonniert ihr mich. Oh nein, Gott, nein. Oh nein, Gott, nein. Mein, hahaha. Okay. Ich habe ihn sogar getötet. Ich hätte nicht gedacht. Wir können schon mal Ender-Pen sammeln. Du Dreckshund. Ich bin ein Meister in Enderman-Killen, das wisst ihr nicht. Auf jeden Fall würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch eine Bewertung da. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dann. Tschüsseli, düsseli und ciao, Leute.